Christopher Sam. 85 oder höher, das ist alles, was ich möchte im Leben. Wahrscheinlich nicht nach Pujol oder so. Ultimate Troll. Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Es ist soweit, das komplette Team of the Year ist in den Packs. Das heißt, wir haben Neuer, wir haben Alves, wir haben Piqué, wir haben Ramos, wir haben Marcelo, wir haben Kroos, wir haben Modric, wir haben Iniesta, wir haben Ronaldo, wir haben Messi und wir haben Suarez verfügbar. Einen von denen können wir ziehen, das ist unsere Mission heute und wir werden das irgendwie hinbekommen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. Videobeschreibung, Links zu IG Vault, 6% Rabatt mit dem Code MAXGAMINGTV auf eure Coins, PSN-Guthaben, Microsoft-Guthaben und FIFA-Points. Wenn ihr noch zum Team of the Year ziehen wollt, dann lohnt es sich jetzt da vorbeizuschauen. Auch mein Merchandise könnt ihr da gerne auschecken und meine Social Media Links, Instagram und Twitter. Wir haben momentan 25, 45 und 55k, das haben 12.000 FIFA Point und ich habe richtig, richtig Bock jetzt hier einen Team of the Year Spieler zu ziehen. Ob es klappen würde, ich bin gespannt. Schreibt mir auf jeden Fall in die Kommentare, ob ihr einen Team of the Year Spieler gezogen habt und schreibt mir oder packt mal hier in die Abstimmung, beziehungsweise schreibt in die Abstimmung rein, welchen der drei Offensiven ihr am liebsten gezogen hättet. Würde mich auch auf jeden Fall interessieren. Wir starten mit dem ersten Set. Das ist ein Prime Gold Spieler Set. Es wird kein Walkout. Vielleicht wird es eine dickere Sternschnuppe. Ja, immerhin das schon mal. Und es wird direkt mal Julian Draxler. Das ist nicht schlecht. Aber das geht auf jeden Fall noch besser. Wir öffnen das zweite Set. Guck mal, wie lange das lädt. Aber leider Gottes wieder kein Walkout. Das Glück habe ich einfach nicht. Kleine Sternschnuppe, kleiner Spieler. Diesmal wird's Costil. Nah. Es lädt wieder so lange, aber es wird wieder keine dicke Sternschnuppe werden. Kein Walkout dementsprechend. Wir haben diesmal Pantilimon. Ich hatte letztes Mal nur 83er fast in den Sets. Das heißt, ich hatte da richtig, richtig Pech auf jeden Fall. Hatte keine guten Spieler, die irgendwas werfen. Abgesehen von Jamie Vardy. Ich hoffe, dass das heute anders wird. Tulala im nächsten Set dazu. Virgil van Dijk. Aber das sind alle Spieler, die erstens gerade wegen dem Market Crash nichts wert sind. Und die außerdem... Oh, er ist sogar... Ja, okay, er ist 1000 Münzen wert. Wahnsinn. Aber die vor allem natürlich auch einfach nicht gut sind. Ich will eine blaue Karte sehen und keine normalen Goldkarten oder Non-Rares. Bisher sind die Prime-Gold-Spieler-Set absoluter Rotz. Auch hier wieder nur eine kleine Sternschnuppe Schneider. Oh Gott, Sternschnuppe Schneider, so rum. Vor allem auch hier wieder zwei Silberspieler drin. Das ist mehr als belastend. Ich hoffe, dass das nächste Set mal besser wird. Wir gehen mal wieder zu einem 25k-Set. Eventuell lade ich auch nochmal ein paar FIFA-Points hier drauf. Bin ich mal gespannt, was mich dazu noch hinreißen lässt. Wenn ich keinen Walkout ziehe, denke ich mal, werde ich das tun. Wieder eine kleine Sternschnuppe. Ach Mensch. Non-Rare, ey. Das ist das Schlimmste, in einem 15k-Set einen Non-Rare zu ziehen. Bernardo Silva ist zwar nicht schlecht, aber das ist trotzdem richtig hart bitter. Sogar in einem 5k-Geschenkset ist es besser. Lopez. Nee, Roberto. Hi. Wieder ein Non-Rare. Was ist los? 15k. Das ist doch ein vernünftiges Set und nicht so ein Scheiß-Set. Eigentlich, möchte man meinen, aber Liam Britton war anscheinend der beste Spieler in diesem Set. Das ist schon traurig. Ui, wir haben eine richtig dicke Sternschnuppe, aber kein Inform. Es wird trotzdem immerhin Bonucci und das war auch noch eine zweite dicke Sternschnuppe dabei. 87er Rating, das ist auf jeden Fall in Ordnung und damit kann ich schon mal leben. Das ist deutlich besser als letztes Mal. Und Thiago noch dazu. Das ist auf jeden Fall ein ordentliches Pack. Ich denke nicht, dass die momentan noch was wert sind. Gerade Thiago nicht. Der geht immerhin für seine 3000 Münzen oder sowas. Aber Bonucci ist auf jeden Fall nice und vor allem für die Squad-Building-Challenges gut und geht auch noch so für 10k. Ja, das passt. Das ist schon ein besseres Set. Übrigens, nächste Infocard. Was haltet ihr davon, dass Podolski nach China geht? Findet ihr das gut, schlecht oder könnt ihr es verstehen? Könnt ihr es nicht verstehen oder ist es euch total egal? Mir ist gerade aufgefallen, dass ich vielleicht auch meine Meinung dazu sagen sollte. Also ich fände es verständlich, wenn er es machen würde. Ter Stegen, wo wir gerade von Deutschen sprechen. Wir haben noch 4 von diesen Prime-Gold-Spieler-Set. Es leckt immer am Anfang, aber es leckt halt nicht in den wichtigen Momenten. Es wird wieder eine ganz kleine Sternschnuppe und es wird Perrin, der sich ja schon wieder das Kreuzband gerissen hat. Bitter, ey. Wieder 83, natürlich. Es muss nicht mal ein Walkout sein. Es reicht mir absolut schon eine dicke Sternschnuppe, beziehungsweise in Inform. Aber ich glaube, das wird hier schwierig. Das wird Shutoff. Oh Mann. Guckt euch an, wie lange das lädt, aber es wird einfach nicht lange, wenn es halt wichtig ist. Das nervt mich halt wirklich gerade echt. Das wird 83er Rating Julio César. Ich fühle mich aber nur verarscht langsam. Wir ziehen jetzt mal für 1100 FIFA Points so ein seltenes Megaset. Bitte gib mir ein Walkout, bitte. Oh Gott. Wahrscheinlich eine kleine Sternschnuppe. Oh Gott. Okay, 55k, das machen wir nie wieder. Okay, doch, machen wir. Und zwar einmal noch, weil ich habe gerade die passende Anzahl FIFA Points dafür. Wieder kein Walkout. Leck mich. Wieder eine kleine Sternschnuppe. Was sind das für Packs? Ah, Aurier, wieder 83. Ey, Mann.
Wir haben noch 3 von diesen Prime-Gold-Spieler-Sets. Es wird wieder kein Walkout, aber ich bleibe der Hoffnung, dass es zumindest mal eine große Sternstube wird. Und das wird es. Und es wird Smalling. Das ist gut, weil das ist die beste Karte, so ziemlich, die man als Innenverteidiger von den Sternschnuppen ziehen kann. Da bin ich sehr zufrieden mit, muss ich schon sagen. Und dazu noch Concili 83er-Rating, das passt. Natürlich passt ein 83er-Rating. Besser als alles andere. Mir gefällt das nicht. Wieder kein Walkout, wieder eine kleine Sternschnuppe. Das ist doch einfach nur noch zum Kotzen. Diesmal ist es immerhin Bojan. Das ist ein 82er-Rating. Hey, mal kein 83er. Dass ich mich darüber fast schon freue, sagt einiges aus. 15K-Set, mal wieder ein Versuch. Hey, ein seltener Spieler. Hätte mich nicht gewundert, wenn es ein Silberspieler gewesen wäre. Es wird Castillejo. Die große Chance, einen Walkout zu ziehen, ist eigentlich in 55K-Sets. Da hatten wir 2 kleine Sternschnuppen. Wir haben bisher ein bisschen Cassano hier übrigens. Ein bisschen Glück gehabt mit Smalling, ein bisschen Glück mit Bonucci. Immerhin besser als einige andere, die ja einfach nichts gezogen haben. Vor allem werden ja gerade auch halt einfach viele Packs gezogen. Deswegen ist klar, dass man nicht unbedingt zwingend was Gutes zieht. Aber trotzdem nervt es halt natürlich. Ich denke mal, das sollte verständlich sein. Wir haben nur noch ungefähr 1000 FIFA-Points. Und das ist natürlich schon mal eine Marke. Das ging sehr schnell mit 15 Minuten knapp. Und das ist sehr belastend. Und das zweite 7,5K-Pack hintereinander. Ich wollte es mal ausprobieren. 2x Non-Rare. Mache ich dementsprechend nicht nochmal. Effektiv haben wir jetzt hier noch 2 Sets. Und zwar ein normales Prime, also ein Prime-Set. Und ein 15K-Set. Mal sehen, was da noch draus wird. Komm, hier Glück. 83er. Ich möchte mich dazu nicht mehr weiter äußern. Und ein Spieler, der ein Team of the Year hätte bekommen sollen. Und zwar N'Golo Kanté. Der geht immerhin noch für wie geht er? 20K ungefähr. Das ist auf jeden Fall in Ordnung für so einen Spieler. Mit einem 81er-Rating. Damit kann ich sehr gut leben. 86 bis 90. Ein Leihspieler, dicke Sternschnuppe, kein Walkout, nicht mal in diesen Sets, hier haben wir Glück. Fabregas, so ziemlich den schlechtesten Leihspieler, den du ziehen kannst, ziehe ich in meinem Leihspieler-Set. Ach Mann, wie ich dieses Spiel doch hasse. Er würde mir schon reichen, ja. Dani Alves, Team of the Year, kostet ungefähr 500k, ist eine richtig geniale Karte. Alle Werte über 80, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, ja. Das wäre wirklich schön. Ich brauche nicht einen Ronaldo, ich brauche keinen Messi oder sowas, mir reicht schon Dani Alves. Aber ich glaube, das wird nichts mehr. Und eventuell muss ich dann doch nochmal FIFA Points hier auf den Account ziehen. Letztes Set, was ich mir mit diesen FIFA Points leisten kann. Es wird kein Walkout, also kein Team of the Year. Es wird aber nochmal eine dickere Sternschnuppe, was Schönes. Und es wird Harry Kane. Ja, 84. Immerhin nicht 83. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht so geil. Ich glaube, ich versuche jetzt mal die Squad Building Challenge mit Ibra zu machen. Und sonst eventuell Inform Sets rauszuballern. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall nochmal wieder bei Gelegenheit. Wenn ich nochmal irgendwas machen sollte. Das ist wieder so eine Challenge, die ich hasse. Ein Spieler Schweden und Manchester United. Was soll denn sowas, Mann? Ich kann meinen Movember-Leihspieler leider nicht eintauschen. Das heißt, ich krieg den Ibra auch nicht. Hab ich mir fast schon gedacht. Aber vielleicht kriege ich hier eins der Sets. Glaube ich aber auch nicht. Wir haben immerhin ein Inform-Set zusammen. Ja, er ist zwar nicht tauschbar, aber das ist mir egal. Er ist immerhin Inform. Und das wollte ich ja in diesem Pack-Opening. Vielleicht wird es ja sogar ein Higuain. Ein schöner Walkout. Nee, wird es nicht. Mal sehen. Wird wahrscheinlich wieder der schlechteste aller schlechten Informs. Es wird Ryan Shawcross. Ja, ja, ist okay. Kann ich mitleben. Wahrscheinlich war das letzte Mal, dass ich für dieses FIFA Geld rauswerfen werde aus dem Fenster. Und es war wahrscheinlich rausgeworfen, weil das erste Set direkt wieder scheiße ist. Aber wir haben nochmal Geld oder Coins. Oh, guck mal, Schweinsteiger. 83, Überraschung. Für die 25K-Sets. 2 83er in einem Set. 2. Das ist... Kleine Sternschnuppen. Die ganze Zeit nur kleine Sternschnuppen. Und wieder ein 83er mit Wertung, genau. Was ist los? Was mit meinem Glück passiert? Also ich hatte nie wirklich Glück, aber was ist mit dem potenziellen Glück passiert? Ich verstehe es nicht. Paul George und Tepp haben wir gezogen. Die transferierte Variante. Hilft mir aber auch nicht wirklich weiter. Irgendwas, was man mitnehmen sollte. Vielleicht ein Guidetti, weil momentan gibt es ja die Schweden-Challenge mit Zlatan. Ich weiß aber nicht. Ah, guck mal, der geht sogar für was. Habe ich mir doch was gedacht. Ich bin nämlich ein Fuchs. Ein Fuchs im Schafspelz. Immer diese 3 Sternschnuppen zu sehen und wieder ein 83er gezogen zu haben, ist einfach nur belastend bis zum geht nicht mehr. Und irgendwann auch ziemlich, ich sag mal, frustrierend, weil man halt weiß, man könnte hier gerade Team of the Year Spieler ziehen, aber man macht es halt nicht. Damit ist auch dieses Pack-Opening quasi fast schon wieder beendet, weil ja, die Sets gehen runter und runter. Danach haben wir jetzt noch 4. Es wird Morata, 82. Wie gesagt, finde ich fast schon besser als 83, aber es ist halt kein Team of the Year und wir werden wohl auch keinen mehr ziehen. Ich denke mal, das ist jetzt safe. Aber eine dickere Sternschnuppe, ole, ole, ole. Und es wird Javi Martinez, 84er Rating. Wieder einer der wenigsten wertvollen. Da hätte ich lieber John Stones, Chris Smalling gehabt. Aber an ihren für den St. Patrick's Day und über einen 84er beschwere ich mich nicht wegen den Squad Building Challenges. Ja, freut mich doch.
Jetzt noch ein Informmodus, wäre alles perfekt. Hier gibt es erstmal wieder einen kleinen Spieler und zwar Keisuke Honda. Wie lange der noch bei Milan bleibt? Der war früher so gut, vor allem als Zehner halt. Rechtes Mittelfeld passt halt null zu dem. Wir haben noch zwei von den 25 Karten, also ich habe gerade entschieden, wir machen noch ein seltenes Megaset zum Ende auf. Dann passt das perfekt mit den Münzen. Es wird hier wieder kein Walkout, es wird keine dicke Sternschnuppe, es wird eine kleine Sternschnuppe und es wird diesmal Klischee. Nein, Evra 83, 82, Gott sei Dank. Nicht schön, aber kann ich noch mit leben. Immerhin, ja, haben wir teilweise ganz gute Ratings gezogen. Hier haben wir jetzt nochmal Klein, der geht nochmal für ein bisschen was, aber den nehme ich mit natürlich. Und Lars Stindl gezogen, das ist auch schön, kein Schweden drin, das heißt auch die Geschichte können wir nicht bauen, aber Evra stellen wir mal drauf für den Preis hier. Und dann öffnen wir das letzte Set. Vorher lassen wir Revue passieren, was wir gezogen haben in diesem kompletten Pack-Opening. Wir hatten einen Bonucci, das war der bestbewertete Spieler, wir hatten einen N'Golo Kanté, wir hatten dazu einen Chris Smalling, wir hatten einen Jamie Vardy, aber alles in allem keine krassen Spieler. Ryan Shawcross als Inform, ja, aber keine Special Card, das ist natürlich schon belastend, nicht mal eine Legende, was heißt nicht mal, aber keine Legende, kein Team of the Year, kein Inform. Für mich ist Pack Opening dieses Jahr einfach nicht von Erfolg gekrönt. Das letzte Set wird auch wieder kein Walkout und es wird keine große Sternschnuppe. Das sind die schlechtesten Special Sets, die es überhaupt gibt. Dembélé ist zumindest noch ein bisschen was wert. Und das ist das letzte Pack, beziehungsweise die letzte Karte, die wir hier ziehen. Und damit das letzte Pack, was ich zum Team des Jahres gezogen habe. Wenn euch das Pack Opening gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, wie sehr ich mich darüber freuen würde. Diese 10k hier nehme ich gerne nochmal mit. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr einen Team of the Year Spieler gezogen habt oder wie es bei euch so gelaufen ist. Ist, da bin ich sehr interessiert dran und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, beim nächsten Video, beim nächsten Pack Opening, irgendwann in 2022 oder einfach irgendwann beim nächsten Vlog, kann ja auch sein, wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch ein wunderschönes Wochenende, mehr Glück in euren Packs, Shop bei IG Vault vorbei, 6% Rabatt, ihr wisst Bescheid. Passt auf euch auf, bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.